Ich möchte keine allgemeine Werbung hier für Herdenschutzhunde machen, denn definitiv gibt es ganz viele Betriebe, die damit arbeiten können, aber sie müssen es auch wollen. Herdenschutzhunde sind große Tiere, Herdenschutzhunde sind eigenständige Arbeiter und Herdenschutzhunde sind keine Sitzplatzbleibhunde. Das ist also schon mal ganz, ganz wichtig, dass ich mir das bewusst mache. Ich stelle mit einem Herdenschutzhund einen Mitarbeiter ein, der selbstständig entscheidet. So, und das heißt, wenn ich mit dem Mitarbeiter nicht passend kommuniziere, dann haben wir wirklich ein Problem, weil ich muss mich auch darauf verlassen können, dass der weiß, was er tut. Da muss ich bei dem jungen Hund allerdings dafür sorgen, dass er auch weiß, was er tut. Früher hat man immer gesagt, wirf den in die Herde, der wird schon wissen, was er macht. Genetik ist nicht alles. Definitiv muss man da schon ein bisschen mehr leisten. Aber wir haben halt das Problem, dass wir inzwischen mehr oder weniger überall Wölfe haben und dass uns alle möglichen Stellen sagen, ey, mach doch einfach einen anständigen Zaun und stell einen Herdenschutz und dahinter, dann klappt das schon. Ist natürlich eine ganz, ganz tolle Idee, das so zu machen. Funktioniert nur in der Praxis nicht. Wir haben alle mehr oder weniger Erfahrung mit unseren Hütehunden und denken dann immer auch, ja, dann nehme ich mir noch einen Herdenschutzhund dazu und dann passt das schon. Aber das ist eine völlig andere Kategorie. Ich meine, ich weiß nicht, wie Sie das sehen, aber wir haben auch Hütehunde, die sehr eigenständig entscheiden und im Zweifelsfall das Kommando, was ich gerade gegeben habe, nochmal völlig anders umsetzen, weil die schon wieder viel mehr begriffen haben in dem Moment, was die Schafe vorhaben, als der Schäfer. Das kann schon mal passieren. Insofern lernen wir ja auch von unseren Hunden und das ist auch wirklich nicht die Problematik. Aber es ist eben ganz, ganz wichtig, dass wir eine gescheite Kommunikation aufbauen und zwar von Anfang an und nicht erst, wenn es schief geht. Und das bedeutet auch, dass ich mich darauf einstellen muss, ich habe immer mindestens zwei Hunde. Und zwei Hunde sind nicht zwei von der gleichen Sorte, sondern zwei Hunde sind zwei Individuen. Wir kombinieren gern Hunde, also einen, der am Außenzaun die Klappe groß aufreißt und sagt, ey, hier kommt keiner rein. Und den, der im Zweifelsfall an der Herde bleibt und etwas vorsichtiger ist. Also wir haben auch gern mehr als zwei Hunde an der Herde, aber zwei Hunde sind das Minimum. Ich muss mir klar machen, wenn ich nur einen Hund halte, dann spielt der und tobt und macht und tut eben auch mit den Schafen, weil kein anderer Hund da ist. Und das wesentlich Wichtigere ist, man stelle sich vor, man bildet einen Kreis um eine Herde, um an jeder Ecke gucken zu können, ob da irgendwas nicht in Ordnung ist. Wie soll das ein einzelner Hund schaffen? Hat er gar keine Chance. Das heißt, je unübersichtlicher mein Gelände ist, die Tierzahl ist relativ uninteressant. Je unübersichtlicher mein Gelände ist, desto mehr Hunde brauche ich. Also wichtig ist halt, dass ich genügend Hunde habe. Natürlich geht es um den Herdenschutz, aber es geht auch darum, bestimmte Schlachtzeilen zu vermeiden. Wir lieben alle die Schlachtzeilen Herdenschutz, Hund beißt Rentnerin tot. Ne? Baden-Württemberg, 72-jährige Dame von ihrem Herdenschutzhund totgebissen, der in seinem ganzen Leben noch nie eine Herde gesehen hatte. Aber in der Kategorie Herdenschutz und läuft. Solche Geschichten müssen wir natürlich auf der einen Seite vermeiden. Auf der anderen Seite müssen wir aber auch durch Fehler im Einsatz von Herdenschutzhunden vermeiden, dass es hinterher heißt, die Hunde funktionieren nicht. Beispiel Thüringen, wo wir eine ganz, ja, ausgefuchste Wölfin haben, die natürlich imstande ist, junge Herdenschutzhunde auf die Reihe zu bringen und die erstmal in Schwierigkeiten zu bringen, weil die dem Thema nicht gewachsen sind. Ja? Wenn wir solche Wölfe haben, die diese Thematik wirklich kennen und wissen, wie bringt man Hunde durcheinander, wie lenkt man Hunde ab, dann müssen wir mehr Arbeit da reinstecken. Auf der anderen Seite heißt es in Wolfsgebieten, wo große Rudel sind, sollen die Hunde immer einen Kopf mehr betragen, als das Wolfsrudel hat. Eigentlich wollten wir ja Tiere züchten, Herdentiere, die auf der Weide stehen und nicht unbedingt alle Hunde. Insofern müsste sich dann natürlich auch was ändern und das wollen wir auch, aber solange es sich nicht ändert, müssen wir versuchen, unsere Herden auf wie auch immer geartete Weise zu schützen. Ist wichtig, dass man sich klar macht, Hunde funktionieren. Der Hund funktioniert. Es ist vollkommen egal, wo.
Wenn es ein funktionierender Hund ist, klappt das überall. Meistens hängt es an dem anderen Ende der Leine oder beim Herdenschutzhund, der hat im Normalfall eher keine Leine, aber es liegt normalerweise definitiv am Menschen. Und ich würde mal eine gewagte These in den Raum stellen und sagen, wenn tatsächlich 10% der Betriebe für den Einsatz von Herdenschutzhunden geeignet sind, ist das viel. Definitiv. Die Hunde wären alle geeignet. Und da müssen wir eben drüber nachdenken und müssen uns im Vorfeld Gedanken machen. Und ich finde es sehr schön, wenn wir Veranstaltungen wie diese haben, weil vielfach die Leute tatsächlich sich erst um Hilfe an einen wenden, wenn das Kind, der Hund, das Schaf oder wer auch immer schon im Brunnen liegt. Und natürlich ist das toll, wenn ich mir schon mal einen Hund angeschafft habe und super. Aber es funktioniert eben nicht, wenn ich keine Grundvoraussetzungen weiß. Und die Erfahrung mit meinem Familienhund und die Erfahrung mit meinem Hütehund hilft mir nur begrenzt weiter. Wenn ich verstehe, was Hund meint, bin ich schon viel weiter als viele andere Menschen. Aber es genügt eben nicht. Was ist jetzt so? Oh. Gut, ich habe irgendwie was ausgeschaltet. Ah ja, schön. Ganz wichtig, wenn wir uns Hunde zulegen wollen, ist natürlich verlockend, dass man sich junge Hunde holt. Die sind billiger, die kann man ganz toll auf seine Herde sozialisieren. Wenn man keine Erfahrung in diesem Kontext hat, sollte man das tunlichst lassen. Und wenn man heftige Wölfe um sich herum hat, braucht man heftige Hunde. Ein junger Hund mit einem erfahrenen Rudel sich gegenüber ist nichts anderes als Wolfsfutter und sorgt im Zweifelsfall dafür, dass es heißt, ach, Herdenschutzhunde funktionieren ja auch nicht. Wir haben dann die Falschen ausgesucht. Das muss man sich einfach bewusst machen. Wenn wir keine solchen Hunde haben wollen, wenn uns eine Behörde erzählt, du musst als milderes Mittel, bevor du einen Entnahmeantrag stellen kannst, auf jeden Fall nochmal einen Hund ausprobiert haben. Stell doch dazu Hunde hinter, deine Nachbarn haben doch auch Hunde und es funktioniert. Oder was für tolle Sprüche da auch immer kommen. Wenn einer nicht vom Herdenschutzhund überzeugt ist, dann soll er sich bitte in Gottes Namen keinen Herdenschutzhund anschaffen. Dann kauft er sich 3 schlagstärkere Geräte oder höhere Zäune oder stellt vielleicht im Idealfall jemanden ein, der die Herde in anderen Zeiten noch mal ein bisschen beäugen kann. Das geht ansonsten wirklich daneben. Und die Gefahr ist ja nicht nur für den Betrieb, in dem es daneben geht, sondern für das Prinzip Herdenschutzhunde insgesamt. Und vor diesem Hintergrund, also wenn man es nicht will, einfach lassen. Ich habe Ihnen jetzt nicht ganz viele Bilder mitgebracht, wobei bei Ihnen ist das auch ein bisschen Eulen nach Athen tragen, aber wenn wir zum Beispiel junge Hunde haben, wir machen gerne Öffentlichkeitsarbeit für die Schafhaltung in den sozialen Netzwerken, aber wir posten eigentlich so gut wie nie Bilder von niedlichen, süßen, kuscheligen Herdenschutzhundewelpen. Die erfüllen das Kindchenschema, volle Pulle, die sind wirklich ganz toll und entzückend und sehen richtig süß aus. Ja. Dieses Willhabengefühl ist auch sehr ausgeprägt bei den Menschen und ach, ist der niedlich und wie süß und ja, das ist auch wirklich ein sehr süßer Hund gewesen als kleiner Hund, ist auch später ein umgänglicher Hund gewesen, aber wir haben auch schon 8 Wochen alte Hunde gehabt, wo man gedacht hat, ach, da kannst du beim Kollegen mal schnell über die Boxenwand fassen und dann hatte man das süße Schätzchen auch schon am Ärmel hängen und der Kollege sagt, um Gottes Willen, nimm die Hand da raus. Also wir sollten uns tatsächlich Gedanken machen, ist der für uns geeignet? Und ist er für uns geeignet, bedeutet dann im Zweifelsfall, ich mache mich vorher schlau. Ich besuche 3 Kollegen oder 5 oder 10, die mit verschiedenen Rassen Herdenschutzhunden in verschiedener Landschaft arbeiten. Und ich erfrage ihre Erfahrungen und nicht nur das, was gut ist, sondern im besten Fall auch das, was schlecht ist. Und wenn das funktioniert und ich dann immer noch einen Herdenschutzhund haben will, dann kann ich mich auf den Weg machen und kann gucken, wer hat einen geeigneten, wer hat so ähnliche Schafe wie ich, wer arbeitet unter ähnlichen Bedingungen, weil auch das ist eine wichtige Geschichte, wenn ich da stehe und sage, ich brauche jetzt einen Herdenschutzhund und habe meinetwegen eine sehr flüchtige Schafrasse, so wie wir haben also Heideschafe, die haben eine ziemlich antiautoritäre Grundeinstellung und lassen sich ungern von irgendwem was erzählen und sind eben sehr flüchtige Schafe.
Und wenn jetzt ein Herdenschutzhund aus einer Herde kommt, die sich sehr langsam und gemächlich bewegt, dann dauert es umso länger, bis die sich aneinander gewöhnt haben. Sie werden sich gewöhnen. Aber wir haben unter Umständen oftmals auch keine Zeit. Och, ich bin wirklich zu doof. So, probieren wir es nochmal. So, der kleine Flausch, genau, der bleibt nicht klein. Er braucht extrem viel Zuwendung, vor allen Dingen in den ersten 4 Monaten seines Lebens. Da muss er nämlich wirklich alles lernen. Die Verbindung zu seiner Herde und dass der Zaun nicht überwunden wird, egal was passiert. Bei unseren Schafen ist das selbstverständlich. Da gibt es auch keine Leute, die uns reinreden, wenn das Lamm am dritten Lebenstag mal in den Elektrozaun brettert. Nach der neuen Tierschutzhundeverordnung ist es so, dass der Hund die Berührung mit dem Stromzaun eigentlich erst ab der 16. Lebenswoche haben soll. Zur 16. Lebenswoche ist der Drops gelutscht, da tut sich nichts mehr. Und insofern schreit bei Kälbern, bei Lämmern, bei Ziegen, bei wem auch immer auch keiner, um Himmels Willen, das Nutztiergerät mit dem Strom in Verbindung. Es dient ja der Sicherheit aller Beteiligten und das muss der Herdenschutzhund auch. Der Herdenschutzhund ist ein Nutztier. Das müssen wir in dem Kontext sehen. Er ist auch unter den gleichen Aspekten zu betrachten wie unser Nutztier, denn er lebt mit der Nutztierherde. Und insofern kann ich ihn nicht so beäugen wie ein Familienhund, der zwischendurch mal aufs rote Sofa darf. Das ist eine ganz andere Kategorie. Übrigens ist der Herdenschutzhund an dem roten Sofa auch nicht interessiert. Es sei denn, es steht im Stall. Wir haben also definitiv diese ersten 4 Monate, die wirklich sehr, sehr intensiv beobachtet werden muss. Was fällt dem Hund als nächstes ein? Was plant er? Welche Situation könnte er missverstehen? Und das heißt, ich muss genau äugen, was machen meine Schafe unter Umständen mit dem Hund? Habe ich ein sehr rabiates Schaf, das immer die Hunde jagt, was im Zweifelsfall dazu führt, dass der Hund gegenüber dem Schaf Aggression zeigt, was er nicht darf? Habe ich begeisterte Schafe, die der festen Überzeugung sind, dass was im Napf des Hundes landet, gehört eigentlich ihnen? Ist in vielen Fällen auch ein Problem. Die meisten unserer Hundefutter sind streng vegan. Eigentlich braucht so ein Canide aber einen hohen Fleischanteil. Und es ist erstaunlich, was Schafe so alles fressen. Selbst Hundefutter mit Lachsöl drüber wird also sehr gerne genommen. Und der Hund darf sein Futter auch nicht gegen seine Schafe verteidigen. Ganz schwierige Grundsituation. Das heißt, wir müssen die Zeit aufbringen, während der Hund in Ruhe frisst, neben dem Napf stehen zu bleiben, damit die Schafe ihn nicht provozieren, naturgemäß sein Futter zu verteidigen. Wenn das erstmal gelernt ist, dann legen sich die meisten Hunde so um ihren Napf rum, dass das auch passt und dass da auch kein Schaf dran geht. Aber es gibt auch sehr heftige Schafe, die das dann immer noch wieder probieren. So, das sind Dinge, da muss ich am Anfang drauf achten. Es gibt Lämmer, die versuchen, die Hunde zum Spielen aufzufordern. Das ist ja eigentlich ganz nett, weil das ist eine große Familie. Aber wenn der Hund mit dem Lamm spielt, spielt der Hund halt, er ist ein Hund, trotz und alledem, auch wenn er sich als Schaf oder als was immer fühlt, in welcher Herde er gerade ist, er spielt nach Hundeart. Und das hält das ein oder andere Schaf nicht so ganz gut aus. So, das heißt, ich muss es also in irgendeiner Form von vornherein unterbinden. Dafür muss ich es aber im Vorfeld gesehen haben. Und das macht eben diese ersten Monate so unheimlich arbeitsintensiv. Danach verfestigt sich eine Grundarbeitsweise. Ich muss auch in der Zeit noch gucken, aber eigentlich muss er, bis die ersten 4 Monate vorbei sind, so ziemlich alles gelernt haben, was an Grundgeschichten da ist. Seinen Namen muss er lernen. Er braucht ein Abbruchsignal. Das bedeutet, egal was du gerade tust, hör sofort damit auf. Das ist eine sehr, sehr schwierige Geschichte. Alle Leute sind immer der Meinung, das müsste, wer weiß wie laut, dann irgendwie in die Gegend gebrüllt werden. Wir können das flüstern. Das ist überhaupt kein Thema. Der Hund muss es wissen. Er muss einfach begriffen haben, was Sache ist. Hör mit dieser Geschichte auf und ich komme nicht auf die Idee, ihm das mit irgendwelcher Gewalt beizubringen. Weil diese Tiere sind groß und diese Tiere wirken wirklich gewaltig, aber es sind schon auch sehr sensible Hunde. Und wenn ich mir mit so einem Hund verscherze, dann ist es ähnlich wie mit manchen Hütehunden. Ich muss einen fünffachen Antrag einstellen, damit er dann einigermaßen wieder mit mir spricht. Das ist bei so einem Wächter für die Herde ein Grundproblem.
dass er ganz eigenständig arbeiten kann, auch alleine arbeiten könnte, was gegen das Prinzip eines Hundes spricht, aber es theoretisch könnte, ist in vielen Fällen erst mit 4 Jahren gegeben. Je nach Rasse kann es auch später sein. Und das bedeutet, wenn ich zum Beispiel eben sehr heftige Wölfe habe, im Moment gibt es wieder ganz viele Anfragen, wir ziehen in ein Wolfsgebiet, ich brauche Hunde, kannst du mir ein Angebot schreiben? Ja, natürlich, aber wenn ich in ein Wolfsgebiet ziehe und dann kann ich Angebote für 2-jährige Hunde schreiben, noch und nöcher, das hilft dem Tierhalter nichts. Wenn er in ein Wolfsgebiet zieht, braucht er erwachsene Hunde. Und da genau haben wir auch das Problem unserer Förderpraxis, dass wir die Hunde eigentlich nur in Wolfsgebieten gefördert bekommen. Und eigentlich wäre es vernünftig, Herdenschutz insgesamt in Deutschland zu fördern. Wir haben gesagt, 2010 hat uns das Bundesamt für Naturschutz erzählt, jederzeit und überall kann in Deutschland ein Wolf auftauchen, 2010. Ich schließe eigentlich daraus, dass eigentlich dann Herdenschutzmaßnahmen auch jederzeit und überall stattfinden müssten und unterstützt würden. Weil wenn sich der Wolf 6 Monate austoben durfte und ich dann anfange, Präventionsmaßnahmen zu betreiben, ist das irgendwie von meinem Gefühl von Prävention ein bisschen verfehlt. Und bei den Herdenschutzhunden sehen wir halt, dass wir gar nicht genügend erwachsene Hunde haben, um diese Situation dann ausgleichen zu können. Ja, ich hatte eben schon gesagt, die Gewöhnung an den Elektrozaun erfolgt frühzeitig, wie bei anderen Herdentieren auch. Man muss das lernen. Ich habe tatsächlich in meinem Bestand einen 3-jährigen Hund, der in seinem ganzen Leben noch nie an einen Elektrozaun gekommen ist. Und in der Eingewöhnungsphase, wo die Hunde diesen Zaun lernen sollten, war es also so, dass er immer in einem bestimmten Abstand zu sämtlichen Zäunen blieb. Ich habe gedacht, der ist behindert. Der kann nicht richtig gehen. Der bewegte sich also immer so auf halber Höhe und irgendwie schleichend, bis ich dann kapiert habe, da waren noch 11 Geschwister. Und diese 11 Geschwister sind alle freudestrahlend ständig in diesen Elektrozaun gerannt und dann jaulend mit erhobenem Schwanz dann, und fliegenden Ohren davon, um Gottes Willen, der Zaun hat gebissen. Und der hat das beobachtet und sich angeguckt und gesagt, das passiert mir nicht. So hieß natürlich, er musste immer Abstand halten. In dieser neuen Verordnung, die wir jetzt haben, heißt es, dass die Hunde eigentlich 6 Meter Abstand vom Zaun gewährleistet haben müssen. Jetzt stellen Sie sich mal so eine Deichsituation vor oder eine Kurve oder einen blöden Geländezuschnitt, wo ich den Hund in einem doof zu steckenden Elektrozaun haben muss. Da sind 6 Meter nicht gegeben. Ausnahmesituationen, die immer im Auge des Betrachters liegen, erlauben 4. Auch die sind nicht gegeben. Aber wenn der als junger Hund in dem Alter gelernt hat, dass der Zaun unangenehm ist, dann läuft er nicht in den Zaun. Warum sollte er? Das tut ja auch kein Schaf und keine Kuh. Und wenn sie gejagt werden, dann laufen sie alle in den Zaun und rennen den Zaun um. Das ist eine andere Situation, das kann ich eh nicht vermeiden. Wichtig ist in so einer Situation auch, dass man vielleicht nicht unbedingt hinten im Outback arbeitet, wo die Hunde überhaupt keine Reize und Kontakte lernen. Auch junge Hunde können durchaus mit Spaziergängern konfrontiert sein, auch mit Spaziergängern mit Hunden. Es ist sehr spannend, wie schnell die gelernt haben, wie die Leute ticken. Und ich kann eigentlich am Bellen meiner Hunde genau erkennen, wer im Nachbardorf gerade mit seinem Hund aus der Haustür geht. Die Hunde haben auch sehr schnell raus, wer eigentlich Angst vor seinem Spaziergehhund hat, wer den überhaupt nicht unter Kontrolle hat, wo der Hund den Herrn führt, statt der Herr den Hund und sowas alles, das wissen diese Hunde sehr, sehr schnell. Und das gibt mir eigentlich auch Grund, die Geschichte so zu sehen, dass ich meinen Hunden vertrauen kann. Die haben wesentlich schneller raus, was mit Kaniden ist und der Wolf ist ja nun mal auch ein Hundeartiger. Und die können auch Menschen sehr gut auf viele, viele Meter und auch Kilometer Entfernung einschätzen. Und das ist eigentlich was, was sie sehr schnell drauf haben. Und insofern kann ich sagen, ja, wenn ihr für mich gut arbeitet und ich für euch gut arbeite, ist das eine feine Sache, dann kommen wir klar. Das ist durchaus vertrauenerweckend. Aber diese Geschichte müssen sie gelernt haben. Das muss ich auch ruhig auf den Außenzaun beziehen. Im Stall gehen diese Hunde über Tisch und Bänke. Das werden sie nicht verhindern. Innerhalb eines Stalls dürfen sie auch keine Elektrolitzen ziehen, genau wie am Zwinger ja auch keine elektrischen Leitungen angebracht werden dürfen.
Auch das war durchaus ein Problem bei dieser neuen Tierschutzhundeverordnung, weil es einige Behörden gab, die also eine Schafweide, die mit Elektronetzen eingezäunt ist, mal dem verbotenen Zwinger mit Elektro gleichgesetzt haben. Dann dürften wir nach dieser Lesart natürlich auch kein Weidetier in einen Elektrozaun stellen, weil, warum? Das kann ja auch Schaden nehmen. Und dann wäre natürlich die gesamte Herdenschutzgeschichte, die sich absolut auf Strom kapriziert, sowieso gegessen. Insofern sind wir sehr froh, dass das mit dem Strom also jetzt kein Zwinger ist. Und so ein Zwinger von 6 Hektar ist ja auch eigentlich eine Hausnummer. Ne? Zwischen den Arten entstehen extrem interessante Bindungen. Ich habe also immer nicht verstanden, wenn Leute tatsächlich auch bei Hühnern diese Hunde eingesetzt haben, allein des Größenunterschiedes wegen. Stellen Sie sich mal so einen Küken vor und so einen großen Hund, der da seine 70 Kilo hat. Das ist schon eine ganz spannende Geschichte, aber es funktioniert tatsächlich. Und es fängt ja auch eigentlich schon im Mutterleib an, weil der Hund, der jetzt die Welpen bekommt, der lebt ja in der Herde und sieht eben auch zu, dass alle Geräusche und alles, was er an Interaktion mit der Herde hat, das kommt ja bei den Welpen im Bauch auch entsprechend an. Manchmal gibt es aber bei diesem Gefühl, oh, ich bin eigentlich ein Schaf, in diesem Fall eben ein Schaf, weil wir Schafe halten. Es geht mit Gänsen, es geht mit Hühnern, es geht mit Enten, Dammwild, Rinder, alles möglich. Die Tiere sind sehr zugewandt einander. Es ist also total wichtig, dass man sich gegenseitig beschnuppert, dass man sich gegenseitig putzt. Und es putzt sowohl der Hund das Schaf, wie auch das Schaf den Hund. Und es ist auch wichtig, dass man weiß, welche Tiere in der Herde die wichtigsten für den Hund sind, damit man den nicht versehentlich schlachtet und hinterher alle netten Kooperationspartner leider im Topf gelandet sind. Das wäre eine richtig blöde Kombination. Das führt auch manchmal zu sehr sonderlichen Geschichten. Sie sehen hier die Lämmer, die also vor der Futterraufe stehen und mit Begeisterung Silage fressen. Ein Hund hat ein Scherengebiss. Er ist nicht imstande, von der Anatomie her Silage vernünftig zu fressen, abgesehen davon, dass sie ihm vermutlich auch nicht schmecken wird. Aber da seine Kumpels das tun, tut er das auch. Ja? Es ist also sehr interessant, diese Interaktionen zu beobachten und man sollte sie, wenn es nicht zu irgendwelchen Schädigungen kommt, dass nicht der eine den anderen jagt, auch auf jeden Fall zulassen, weil das fördert wirklich den Zusammenhalt zwischen den Hunden und der Herde. Und was wir bei uns im Betrieb immer wieder festgestellt haben, es fallen ja in der Lammzeit auch schon mal Lämmer aus den Boxen oder gehen auf Wanderschaft und sind am völlig anderen Ende des Ablammstalls und turnen da irgendwo rum. Und bei Schafen ist es ja nun mal so, dass sehr viel über den Geruch gemacht wird. Und wenn 30 hormongesteuerte Weibchen das neue Lamm abgeleckt haben, dann möchte die Originalmutter das einfach nicht wieder haben, weil es nicht so riecht, wie es sollte. Wenn ein Herdenschutzhund dieses Lamm ableckt und warm hält, bis dann endlich jemand kommt und es zu der passenden Mutter bringt, ist es überhaupt kein Problem mit der Annahme des Lamms. Das finde ich also sehr schön, weil wir haben tatsächlich, seitdem wir Herdenschutzhunde einsetzen, und das tun wir seit 2011 mit großer Begeisterung, und da haben wir keine Lämmer mehr, die irgendwo kalt in irgendeiner Ecke liegen, weil sie keiner gefunden hat oder weil sie so einen großen Wandertrieb hatten, dass man sie eben nicht wiederfinden konnte oder dass eben wir sie dann doch an die Flasche nehmen müssen, weil die Mutter es nicht wieder haben will, weil es nicht ordentlich riecht. Das ist also auf jeden Fall natürlich auch ein Vorteil der Herdenschutzhunde, wobei das jetzt kein Grund wäre, sie anzuschaffen. Wir haben ein Problem, wir haben relativ hohe Preise für Herdenschutzhunde. Das klingt alles immer sehr gewaltig. Wenn ich gucke, was für Rassehunde anderer Rassen ausgegeben wird, dann denke ich immer, kann man das auch ein Stück weit relativieren. Es gibt auch dann immer die Bestrebung zu sagen, ich gehe mal in andere Länder und hole mir da die Hunde. In der Slowakei sind die Hunde unheimlich billig. Wenn ich das in Relation zum Einkommen eines Schäfers in der Slowakei setze, dann ist das ein Jahreseinkommen. Und insofern denke ich, die Hunde sind teuer. Ich muss aber allein diese ersten 4 Monate auch wirklich was reinstecken. Man sollte versuchen, so zu arbeiten, dass Leben und Leben lassen gilt, ohne Frage. Aber wie gesagt, man muss es in Relation setzen, man hat einen tollen Mitarbeiter und man hat einen Mitarbeiter, der 24/7 auf der Wiese steht und dieser Mitarbeiter ist im Endeffekt tatsächlich so, dass er
anständiges Hundefutter will und Wasser und Kontakt zu seinen Menschen und vor allen Dingen Kontakt zu seiner Herde. Und dann war es das. Also so billig kriege ich nie wieder einen Mitarbeiter. Desungeachtet möchten wir natürlich trotzdem, dass unsere Anschaffungskosten gefördert werden und wir wünschen uns eigentlich eher, dass der Unterhalt gefördert würde. Das würde den einen oder anderen davon abhalten, sich Hunde fördern zu lassen, mit denen er dann doch nicht zurande kommt. Und diejenigen, die die Hunde wirklich halten wollen, die hätten dann eine konsequente Unterstützung und nicht so einmal irgendwas. Wir haben also das, was ich eben schon mal sagte, in den Wolfsgebieten wird die Anschaffung gefördert. Es braucht eine gewisse Zeit, es hängt vom Charakter der Tierherde, vom Charakter der Hunde und vom Charakter der betreuenden Menschen ab, wie lange es dauert, bis diese Tiere sich zusammenraufen. Wenn ich schon in einer schwierigen Situation bin und muss dann als Feuerwehr mal eben irgendwo einen Hund organisieren, dann bin ich meistens zu spät. Deswegen wäre eine Förderung auf jeden Fall wesentlich früher sinnvoll. Ist natürlich viel zu teuer, ist uns auch klar. Ich persönlich habe keine Vorbehalte gegenüber bestimmten Rassen und ich habe auch keine Vorbehalte gegenüber bestimmten Züchtern. Und wenn bestimmte Leute solche Werbung machen oder solche, ist mir das relativ egal. Für mich ist wichtig, dass wir anständige Hunde haben, die funktionieren und welche Farbe der dann hat und welche Ohrlänge oder was auch immer, ist mir eigentlich gleich. Wir persönlich halten Pyrenäen-Berghunde, weil die den intensivsten Bezug zu ihren Schafen haben und uns das unheimlich wichtig ist, dass sie eben wirklich funktionierende Herdenmitglieder sind. Es gibt viele Rassen, die sind mehr für das Territorium zuständig und haben im Zweifelsfall eben weniger Schafbezug. Das möchte ich nicht so haben. Für mich ist es eben wichtig, dass sie eine Einheit bilden. Und ich brauche auch Hunde, die im Zaun bleiben und nicht sagen, die 3 Kilometer dahinter gehören auch noch zu meinem Revier. Und wenn ich dann da stehe, gehören die 3 Kilometer dahinter auch noch mir. Vom Prinzip her tut so ein selbstständiger Arbeiter das ohnehin, aber da gibt es halt Nuancen. Aber das ist meine Privatentscheidung. Wichtig ist, dass man kapiert, das ist ein vollständiger Mitarbeiter. Es hat in der Vergangenheit so einige Berichte gegeben, wo es dann heißt, der alte Hund ist ein Entsorgungsproblem. Mein Mitarbeiter gibt alle seine Kräfte dafür, dass er mich und meine Herde unterstützt, wo eben es geht. Der ist kein Entsorgungsproblem, der ist eines Tages ein Rentner. Und wenn mein alter Hund ein Entsorgungsproblem ist, das sage ich mal in aller Deutlichkeit, dann brauchen wir auch nicht mehr darüber nachzudenken, ob wir irgendwelche anderen Einrichtungen für Lebewesen jedweder Art haben, die sie auffangen, wenn sie nicht mehr aktiv arbeiten können. Das ist ein Mangel an Achtung. Und ich erwarte, dass ein Chef, in dem Fall ein Schäfer, Achtung gegenüber seinem Mitarbeiter hat. Und wenn ein Schäfer solch einen Spruch von sich gibt, dann gilt das wirklich nur für ihn und nicht für den Rest der Schäferschaft. Die sehen das anders. Die haben Achtung gegenüber ihren Schafen, die haben Achtung gegenüber ihren Hunden und Achtung gegenüber der Welt, in der sie arbeiten und für die sie arbeiten. Das wollte ich in diesem Zusammenhang mal erwähnen. Und also meine älteste Hündin ist im Moment 11. Die werde ich nicht mehr alleine irgendwo einsetzen, aber das tue ich sowieso nicht, weil im Anfang braucht halt der junge Hund die alten Hunde und am Ende brauchen die alten Hunde die jungen Hunde, um die Arbeit unter sich aufzuteilen. Ich habe die alte Hündin im Moment mit Hunden laufen, die 3 und 2 Jahre alt sind. Und die der festen Überzeugung sind, sie müssen bei jungen Schafen schon mal einen Gang zulegen und da einfach mal da durch die Herde durchpreschen oder wie auch immer. Und die Schafe haben sehr schnell signalisiert, dass sie das blöd finden. Und dann ist die alte Dame dazwischen gegangen und hat einmal rumgeblafft, gesagt, so läuft das nicht. Und dann ist sie wieder ins Stroh gegangen in ihren Stall und dann war das für sie in Ordnung. Also sie bleibt die Diva. Als sie so ganz klapprig aussah, habe ich sie tatsächlich mit Dosenfutter gefüttert. Sowas kriegen unsere Hunde sonst nicht. Aber es durfte auch niemand von den anderen nur die Nase dahin strecken. Ne? Also die haben schon ihren Rang und den sollten sie auch behalten können, solange es geht. Und wenn der Hund kein körperliches, gesundheitliches Problem hat, dann darf er bleiben. Definitiv. Das bin ich ihm schuldig. Wichtig ist, dass wir eben nach Möglichkeit früh genug dann junge Hunde in so eine Geschichte einbringen. Also nicht, oh Gott, der Hund ist jetzt plötzlich 10 Jahre alt, jetzt muss ich aber einen Welpen haben. Das muss ich schon etwas früher begucken. Ich mache das ja in meiner Tierherde auch, dass ich früh genug junges Volk zum Nachrücken remontiere. Das muss ich auch bei den Hunden machen. Das ist also ganz, ganz wichtig.
Es gibt einige Bundesländer, die den Unterhalt für die Herdenschutzhunde unterstützen. Brandenburg tut das, dann tut das Baden-Württemberg und Bayern. Die tun das, ich glaube, Sachsen-Anhalt inzwischen auch, ich bin nicht ganz sicher. Aber jedes Land hat da natürlich, wie immer in unserem vielgeliebten Föderalismus, das Problem, dass jeder andere Nachweise braucht. In Mecklenburg zum Beispiel wird es auch bezahlt, da gibt es einen Pauschalantrag. In anderen Bundesländern muss man wirklich jede Rechnung für jede Krokette Hundefutter nachweisen. Und das ist natürlich eine schwierige Geschichte und der eine oder andere wartet dann eben auch schon mal 1,5 Jahre, dass das Ganze dann gefördert wird. Das muss sicherlich wachsen und es muss auch schneller gehen. Der Idealfall ist immer, wenn ich junge Hunde einsetze, ich habe schon alte, das lässt sich oft nicht machen. Wenn jemand neu einsteigt, versuchen wir tatsächlich oftmals auch eine Kombination aus Jung und Alt für denjenigen zu finden, damit das, was der Mensch nicht weiß, der Hund dem Junghund beibringen kann. Es gibt viele Leute, die eben aus dem Ausland was einkaufen und dann sagen, das funktioniert bei uns super, der ist viel günstiger, ich hole mir den und dann wird der das schon regeln. Das Problem ist, viele Hunde im Ausland arbeiten wirklich irgendwo JWD. Die sehen alle 3 Wochen mal 2 Soldaten und alle 5 Wochen einen Bär. Das hilft uns in unserer dicht besiedelten Landschaft überhaupt nicht. Wir haben ständig irgendwelche Publikumskontakte, wir haben ständig Leute, die der Meinung sind, sie müssen noch mal schnell durch die Weide klettern und da durchlaufen und ich habe schon immer da Äpfel gesammelt, natürlich mache ich das jetzt auch. Ne, dann steht da ein Schild, Zuchtbock in der Herde, egal, ich will ja Äpfel pflücken. So, und wenn da jetzt so ein großer Hund steht, wir haben ja auch eine Haftung. Ja? Das Problem ist ja immer, irgendjemand rennt in unsere Weide und wir sind schuld. Ist ja so, der Einbrecher benutzt meine Leiter ist defekt, wer ist schuld? Ich. Und insofern müssen wir natürlich gucken, dass diese Dinge vernünftig funktionieren. Wir versuchen, Hunde aus Arbeitslinien einzusetzen, wo wir wirklich wissen, deren Vorfahren können das auch, weil es ist nicht alles Herdenschutzhund, wo Herdenschutzhund draufsteht. Und nicht jeder ist gleichmäßig begabt. Das bedeutet auf der anderen Seite auch, die höher Begabten, die es wirklich gut können, sind auch nur diejenigen, die wir in der Zucht einsetzen sollen. Das ist immer grundsätzlich ein Problem. Jeder, der ein weibliches Tier hat, ist der Meinung, er muss es vermehren. Nein, wenn ich eine saubere Struktur haben will, muss ich nicht jedes weibliche Tier vermehren. Und beim Hund muss ich zum Beispiel die Hunde nur vermehren, die sich gescheit runterregulieren können. Wenn ich da so ein Nervenbündel habe, das eine Stunde nachdem da irgendwer vorbeigegangen ist, immer noch bellt, dann habe ich hinterher ein Problem mit meinen Nachbarn, aber vorher habe ich erstmal ein Problem, dass dieser Hund einfach nicht nervenstark genug ist. Und das müssen wir schon regeln. Denn wenn der meinen Nachbarn schon nicht ertragen kann und eine halbe Stunde dahinter immer noch Theater macht, wie soll der mit dem Wolf umgehen? Ach, ich kriege das doch nicht geregelt. So, das gilt auch für den Hund aus dem Tierheim. Es kann funktionieren, dass ich mir ein hochbegabtes Tier aus dem Tierheim einsacken kann. Es kann aber in den allermeisten Fällen passieren, dass wenn dann wieder ein schöner Artikel in den öffentlichen Medien jedweder Art war, das dritte Tierheim anruft und sagt, ich habe hier einen 4-jährigen Herdenschutzhund. Den möchtest du bestimmt in deiner Herde sozialisieren. Nein, das möchte ich bestimmt nicht, denn ich möchte nicht so und so viele Schafe opfern, bis alle Beteiligten begriffen haben, dass dieser Hund die nötige Sozialisierung nicht erlebt hat und insofern in dieser Herde nicht ankommt. Wie gesagt, Ausnahmen gibt es immer, aber im Allgemeinen würde ich mich schon auf einen verlassen, der es von der Pike auf gelernt hat und dessen Eltern oder Verwandtschaft mir an einer Herde zeigen, wir können das, den kann ich vertrauensvoll nehmen. Und da habe ich im Normalfall auch einen Züchter, der mich dann dabei unterstützt, wenn ich hinterher noch Fragen habe. Wenn der dazu nicht bereit ist, sollte ich vielleicht woanders einkaufen. Wichtig ist, dass dieser Hund eben, das hatte ich schon gesagt, nicht am Ende der Welt aufgezogen wird, keinerlei Reize hat. Die beiden Hunde, mit denen ich angefangen habe, haben mich also tatsächlich irgendwann forciert, dass ich mit einer großen Papiertüte in der Stallgasse auf und ab gegangen bin, um diesen Hunden klarzumachen, Jungs, die Tüte ist schon tot, ihr müsst euch vor ihr nicht fürchten. Also ganz, ganz wichtig, dass sie eben Dinge, die sie nicht kennen, lernen, alles, was neu ist, alles, was anders ist. Und wenn ich einen anderen Hut aufsetze oder einen anderen komischen Schal ummache, das ist alles irritierend für meinen Hund. Und er muss eben wissen, ich sehe zwischendurch anders aus, ich ziehe mich ja häufiger um als so ein Hund.
Und insofern muss er eben das begreifen. Und alles, was fremd ist, alles, was anders riecht, aussieht, sich anders anhört, ist für einen Herdenschutzhund erstmal eine Herausforderung. Am erfolgreichsten ist Herdenschutz mit Hunden immer dann, wenn die Hunde schon vorher da waren. Natürlich wird sich niemand auf Verdacht einfach so Hunde zulegen, wenn er dann vielleicht doch nicht weiß, ob in 3 Jahren der Wolf bei ihm sesshaft wird. Aber die Erfahrung hat gezeigt, dass es wirklich funktioniert. Wölfe wollen als Opportunisten eigentlich im Normalfall leicht erreichbares Futter haben. Und die Überlegung ist ja auch immer, lasse ich mich auf einen Kampf ein, werde ich unter Umständen verletzt, kann ich die nächsten 2 Wochen nicht gescheit jagen. Die Hundeartigen verständigen sich da schon untereinander und der Herdenschutz und spricht eine ähnliche Sprache wie der Wolf. Und wenn der sagt, bleib draußen und ich habe einen vernünftigen Wolf, der sich eben auf Konfrontation nicht einlassen will, dann wird er woanders hingehen, zu meinem Nachbarn, der keinen Hund hat oder so. Nein, wichtig bei der Geschichte ist definitiv, wir wollen keine Hundekämpfe. Es wird den Herdenschutzhundehaltern immer wieder gesagt, ja, wir wollen doch keine Hundekämpfe. Wir wollen keine Hundekämpfe, wir wollen Abschreckung, damit es gar nicht erst zu Kämpfen und eben auch nicht zu Todesfällen kommt. Sieht gewaltig aus, wenn die sich untereinander mal behaken. Ist also nicht immer nur das Kuschelbild. Aber normalerweise geht das in so einer Gruppe relativ locker ab. Manchmal so in der Hundepubertät gibt es auch schon mal zerpflückte Ohren oder Nasen, wo man mehrere Tage hintereinander Kokosfett drauf schmiert, damit das wieder heilt und wenn irgendwer es ableckt, trotzdem keine Magenbeschwerden verursacht. Aber wichtig bei dieser Geschichte ist einfach, das ist dann der gleiche Schlag. Und unsere Hunde sind satt. Die müssen nicht durch die Weltgeschichte laufen und sich irgendwelches Futter suchen und irgendwelche Aggressionen verteilen. Unseren Hunden geht es gut, die sind zur Verteidigung da. Wichtig ist bei unserer Geschichte, dass keine Herdenschutzhunde überwunden werden sollten. Ansonsten ist das Prinzip tot. Und das Prinzip ist genauso tot, wenn wir ungeeignete Halter in diesem ganzen Kontext haben, die für negative Schlagzeilen sorgen. Die können wir auch nicht gebrauchen. Denn nicht jeder kann mit diesem Werkzeug umgehen. Es wird auch keiner gezwungen, das Werkzeug zu benutzen. Und in den Regionen, wo man es versucht, kämpfen wir als Schafzuchtverbände zumindest ganz massiv dagegen, dass eben keiner verdonnert wird, einen Hund zu haben, wenn er keinen haben möchte. Aber der, der ihn haben möchte, der sollte es auch können. Das ist ganz wichtig. Interessant, letztens wurde auf eBay ein schwarzer Pyrenäen-Berghund angeboten. Also Pyrenäen-Berghunde sind weiß, sie können Marken haben, sie können schwarze Flecken haben, sie können sehr viele schwarze Flecken haben, aber die Grundfarbe schwarz gibt es beim Pyrenäen-Berghund definitiv nicht. Ich brauche vernünftige Züchter, ich brauche vernünftige Züchter als Ansprechpartner, wo ich eben wirklich was sehen kann, wo ich im Idealfall, wenn ich keinen Plan habe, im Vorfeld hingehe und sage, erzähl mir was, kann ich mich mit deinen Hunden vertraut machen. Das dauert manchmal ein halbes Jahr, dass jemand alle 2 Wochen bei mir vorbeikommt und sagt, ey, ich mache mal wieder eine Runde Hundepraktikum. Das ist sehr aufwendig, aber der hat hinterher auch das Rüstzeug drauf. Der weiß dann, worum es geht und der macht keinen Müll mit den Hunden. Und das ist natürlich eine ganz wichtige Geschichte. Es gibt Sachkundelehrgänge, die natürlich nur einen Einstieg darstellen können. Autofahren lerne ich auch nur durch Autofahren. Wobei sinnvoll ist, vielleicht, wenn ich meinen Führerschein im Winter gemacht habe, kann ich auch im Sommer fahren. Umgekehrt wird es manchmal schwierig. Und insofern sollte man das vielleicht auch berücksichtigen, wenn man sich um Hundehaltung bemüht. Wir möchten gern, dass diese Sachkundelehrgänge von den Ländern als Herdenschutzmaßnahme finanziert werden, dass die nicht von den Tierhaltern zu tragen sind. Und es gibt ja die Zertifizierung von Hunden in der eigenen oder auch in einer fremden Herde als Steigerung des Ganzen. Das gibt mir nie eine absolute Sicherheit. Die gibt mir meinen Zaun nicht und falls ich es benutzen dürfte, gäbe die mir auch irgendeine andere Abwehrmaßnahme nicht. Das muss ich mir einfach klar machen. Aber je besser mein Mitarbeiter qualifiziert ist, desto besser wird er normalerweise auch funktionieren. Das bedeutet natürlich auch, es darf nicht nur der Mitarbeiter qualifiziert sein, sondern ich als Chef sollte das denn auch sein. Gilt ja auch nicht nur für Hunde. So, dieses Beißbild von oben in der Auseinandersetzung, ich zeige dir mal meine Zähne und dann lässt du mich in Frieden, sehen wir, gibt es auch schon bei den kleinen Welpen. Das wird von vornherein geübt, der Zusammenhalt mit der Herde und ideal, wenn kleine Hunde tatsächlich
mit Hunden verschiedenen Alters aufwachsen können und nicht irgendwie separat in irgendeiner Box gehalten werden. Das ist also schon wichtig. Das wäre für mich immer ein Kriterium, wenn ich einen neuen Hund kaufe. Kaufen Sie nie nach Fotos. Ich habe vor einiger Zeit einen Hund erworben, der wunderschön abgebildet war mit allen möglichen Tierarten. Der war sehr nett und konnte nichts. Und ich habe den dann tatsächlich erstmal in ein Praktikum geschickt mit drei verschiedenen alten Hündinnen an die Schafherde, damit der gute Knabe dann lernte, was man so als Herdenschutzhund im Alter von einem Jahr längst hätte gelernt haben sollen. Also gucken Sie sich das an, wenn Sie das Thema haben wollen. Gucken Sie sich bei 2 oder bei 3 oder bei 5 Betrieben an, dann wissen Sie, was Sache ist. Wichtig für uns Menschen ist, wir sind für den Hund nicht die Hauptbezugsperson. Die Hauptbezugsgeschichte ist immer die Herde, in der er lebt. Wir sind allerdings auch etwas mehr als Futterbringer. Auch ein Herdenschutzhund möchte kuscheln. Aber wir müssen dafür sorgen, dass der nicht am Zaun steht und weint, wenn wir weggehen. Insofern, schmusen ja, aber nicht verzärteln. Ganz, ganz wichtig. Die wichtigsten für die Hunde sind ihre Schafe. Und ideal ist natürlich, wenn sie dann tatsächlich auch in den Schafen geboren werden. Hier sieht man sehr deutlich, man braucht auch Rückzugspunkte für diese jungen Hunde. Also, dass die unter die Raufe können zum Beispiel, ist elementar wichtig. Und wir haben auch manchmal wirklich rabiate Schafe und wissen das nicht. Mir ist also vor 2 Jahren ein junger Herdenschutzhund tatsächlich von einem Schaf so weit verletzt worden, dass er das nicht überstanden hat. Da habe ich selber nicht gut genug aufgepasst. Rabiate Schafe, die Hunde schlagen, müssen aus der Gruppe mit den Junghunden auf jeden Fall raus. Ja, Schafe, die Fehlverhalten auslösen beim Hund und den Hund stören in seiner Entwicklung, müssen in eine andere Gruppe gestellt werden. Und das, was eigentlich für alle Lebenssituationen gilt, wenn ich mit anderen vernünftig kommunizieren möchte, dann ist Vertrauen und das Wollen und eine wirkliche Zuneigung eine Grundvoraussetzung. Und das nächste ist, wenn ich selber hektisch bin, kann ich von meinem Hund keine Ruhe erwarten. Wenn ich selber irgendwo stehe und schon wieder an die nächsten 5 Termine denke, bin ich nicht imstande, einen jungen Hund auszubilden oder ein Schaf vernünftig zu führen oder was auch immer. Ich muss mich auf die Situation einstellen und mich dann ganz auf das Tier konzentrieren. Und wenn ich das in der ersten Zeit geregelt habe, dann nimmt mir der Hund, wenn er erwachsen ist, auch nicht mehr übel, wenn ich dann mal irgendwo neben der Spur langlaufe. Ungeeignete Herdenschutzhunde oder Hunde bei ungeeigneten Haltern schaden dem Herdenschutz. Das haben wir schon beschlossen oder besprochen. Beschließen müssen wir das leider nicht. Die Arbeit mit Herdenschutzhunden ist ein sicheres Prinzip, definitiv. Aber wir müssen gucken, wo. Und wir müssen zusehen, dass es vernünftig funktioniert. Und wir brauchen Unterstützung von öffentlicher Hand. Es reicht nicht, wenn man uns erzählt, setzt doch Herdenschutzhunde ein. Wichtig in dem Kontext ist, dass ich weiß, wie ich es selber einsetze, dass mein Hund sich auf mich verlassen kann, dass er keine schlechten Beispiele sieht. Das heißt, ich muss vor allen Dingen meine eigenen Betriebsabläufe überdenken. Das bedeutet für mich zum Beispiel, wenn ich junge Hunde habe, muss ich jedes Tor, was ich eigentlich übersteigen würde, aufmachen. Ich mache Tore nur auf, wenn ich da durchfahren will. Aber in der Zeit, wo ich junge Hunde habe, geht das eben nicht. Der Hund muss das Gefühl haben, der Zaun geht bis in den Himmel. Ich muss ihn an die Leine gewöhnen, auch damit er meinen Tierarzt nicht frisst. Den brauche ich noch länger. Ganz wichtig, der Anhänger ist eine wichtige Geschichte. Dann muss ich natürlich zusehen, dass der Hund seinen Napf in Ruhe haben kann, weil wenn der Hund erwachsen ist, habe ich nur noch den Napf. Dann habe ich unter Umständen nicht mehr die Ecke, in der er sonst immer gelegen hat, weil er plötzlich mit den Schafen irgendwo unterwegs ist. Aber diesen Napf, den hat er immer und das muss auch sein Napf sein. Und ich muss ihn dann auch in Ruhe fressen lassen. Ja, ich glaube, das habe ich Ihnen alles schon erzählt. Warum ist das da so groß an der Ecke? Na, Sie können das trotzdem sehen. Der Hund muss wissen, wenn ich irgendwas nicht haben will, auch wenn es kein Befehlsempfänger und ein eigenständiger Arbeiter ist, ist er deswegen nicht unerziehbar. Aber er muss begreifen, was Sache ist und ich muss ihm auch Zeit dafür lassen. Weil so ein Herdenschutzhund, der überlegt auch schon mal eine Stunde, ob das, was ich ihm gerade gesagt habe, denn wirklich vernünftig ist oder nicht. Das heißt, ich muss eindeutig sein. Ich muss dem Hund signalisieren, was will ich. Das muss ich bei meinem Hütehund auch und das sollte ich bei jedem anderen gegenüber auch tun.
Und wenn ich eindeutig bin und klar in meiner Sprache, dann begreift der Hund das auch. Und dann haben wir diese Diskussionszeit oder Überlegungszeit, mache ich das jetzt, was der Mensch gerade gesagt hat, oder lasse ich das? Die brauchen wir dann nicht mehr. Das ist also ganz, ganz wichtig. Das ist die alte Hündin, von der ich vorhin erzählt habe. Ich hatte sie mit einer Schwester gekauft, einer Gleichaltrigen logischerweise. Soll man nicht machen, gleichaltrige Hunde soll man nicht anfangen, man soll auch nicht mit zwei Schwestern anfangen. Hat alles gut geklappt, nicht so furchtbar, wie wir angenommen hatten und wie man uns oder im Nachhinein erzählt hat, was da alles hätte schieflaufen können. Wir haben sie ausgesucht, dass sie die Stammmutter unserer heutigen Hunde wurde, eben weil sie eine größere Bodenständigkeit und Gelassenheit hatte. Das wäre auch ein Auswahlkriterium für ein Schaf gewesen. Und wenn wir die Hunde alle wunderbar in Ordnung haben, dann haben wir immer noch ein anderes Problem und das ist die Rechtslage. Ein Hund ist eigentlich verantwortlich für den Schaden, den er anrichtet, wenn man ihn geschickt hat. Oder der Mensch ist dann eben auch dafür verantwortlich. Der Herdenschutzhund befindet sich im Normalfall allein in der Herde. Da ist niemand, der ihn schickt. Trotzdem ist es im Normalfall immer so entschieden worden, dass wenn ein Hund jetzt irgendjemandem was tut, der Hundehalter schuld ist. Das geht so weit, dass es heißt, sollte dein Hund in Ausübung seines Dienstes mal den Wolf verletzen, vergiften wir deinen Hund. Das ist natürlich sehr kontraproduktiv, sollte man auf jeden Fall nicht machen, aber wir brauchen da innerhalb Europas tatsächlich sogar vernünftige, einhellige Entscheidungen, denn niemand stellt sich mit Absicht mit anderthalb Beinen ins Gefängnis, nur weil er seine Tiere schützen möchte. Das muss uns also wirklich klar sein und hier brauchten wir natürlich auch eine Unterstützung von einem Staat, der uns auf der einen Seite empfiehlt, macht gescheite Zäune und stellt Hunde dahinter und auf der anderen Seite sind wir immer die Gelackmeierten, wenn wir das tatsächlich gemacht haben. Da ist noch ganz, ganz viel Handlungsbedarf. Und das nächste ist tatsächlich das Ordnungsamt. Jeder Nachbar, der sich gestört fühlt, kann ein Lärmprotokoll anfertigen lassen. Kann nachweisen, dass diese Hunde also zu unmöglichen Zeiten und viel zu lange, mehr als die erlaubte Dauer, gebellt haben und kann auf diese Weise unter Umständen auch dieses funktionierende Konzept des Herdenschutzes zum Erliegen bringen. Und zwar sogar auf relativ hohen Abstand hin. Also ich muss nicht mitten im Dorfkern sein und meine Hunde bellen haben. Es reicht auch, wenn ich außerhalb bereits im Landschaftsschutzgebiet bin und irgendjemand sich gestört fühlt. Irgendjemand sich gestört fühlt, ist natürlich relativ. Wenn also der eigene Hund nicht schlafen kann und ich muss nachts um 1:30 noch wild beleuchtet mit irgendwelchen Blinklichtern genau vor der Fläche hergehen, wo die Herdenschutzhunde liegen, was ich ja auch weiß, bin ich ja ein bisschen mitverantwortlich dafür, dass die Hunde bellen. Aber das zählt dann im Zweifelsfall eher nicht. Und insofern müssen wir uns also auch in diesem Kontext kräftig weiter dahinter klemmen, dass eben dieser selbe Staat nicht mit zwei verschiedenen Zuständigkeiten auf der einen Seite etwas fördert und auf der anderen Seite das gleich wieder über den Haufen schmeißt. Das sind Dinge, die nicht gehen. Nicht bellende Hunde bringen uns nicht weiter. Der Hund soll ja durch Bellen und durch Großmachen des Körpers mit Imponiergehabe jedem Eindringling signalisieren, du möchtest hier nicht näher kommen. Und wenn ich dann dafür sorge, dass er nichts sagt, ist das für mich auch schon nicht schön, denn wenn so ein Hund, der nicht bellt, plötzlich hinter mir steht und der hat sich nicht angekündigt, dann erschrecke ich mich auch selber. Und wenn ich mir das vorstelle, ich möchte irgendwo eindringen und möchte irgendwas fressen und werde nicht gewarnt und dann bin ich da drin. Dann haben wir genau die Situation der Hundekämpfe, die wir nicht haben wollten. Wir wollen nicht die Konfrontation zwischen den Tieren. Wir wollen, dass die friedliches Vermeidungsverhalten auf die Reihe bringen. Das ist die Idealgeschichte. Das wird nicht immer klappen, aber da muss man den Hunden auch Zeit geben. Ein jüngerer oder auch unsicherer Hund wird mehr bellen als einer, der völlig gelassen schon weiß, wie die Situation zugange ist. Wenn die das zweite Jahr erreicht haben, dann werden sie in den meisten Fällen nicht mehr bellen. Also natürlich bellen sie aber nicht die ganze Zeit, wenn da irgendjemand mit einem komischen Hut oder einem komischen Hund vorbeigeht. Wichtig ist einfach, dass wir das beobachten. Und natürlich können wir, wenn wir mehrere Hunde haben, die besonders lauten, in die abgelegeneren Bereiche bringen, um die Situation etwas zu entzerren. Wenn wir den guten Willen zeigen, ist das sicherlich eine gute Sache. Aber
Das bedeutet immer auch, dass auf der anderen Seite auch guter Wille ist. Und von daher sollte man uns diese Geschichte nicht kaputt machen, wenn ich sehe, was wir an Hunden haben, die ohne Job durch die Weltgeschichte laufen und auch ganz viel bellen. Dann denke ich immer, sollten wir uns überlegen, ob der Herdenschutzhund nicht vielleicht bellen darf. Es gibt ja auch Initiativen, die das Krähen von Hähnen und das Läuten von Kuhglocken unterbinden. Und ich denke immer, wenn wir so weit gekommen sind, läuft eigentlich irgendwas falsch. Wir wollen unsere Tiere schützen. Wir haben nur wenig Maßnahmen. Es sollen neue Maßnahmen erforscht werden, immer mal wieder. Im Moment ist es so, dass Zaun plus Herdenschutzhund die sicherste Maßnahme ist. Das ungeachtet muss man eben akzeptieren, dass die meisten nur gescheite Zäune bauen werden und dass die Hunde nicht überall sind. Und deswegen müssen wir eben klargestellt kriegen, dass die, die Hunde einsetzen wollen, auch die Möglichkeiten dazu haben und nicht ständig auf der anderen Seite daran gehindert werden. Für uns ist es so, dass wir heute wesentlich weniger Angst um unsere Schafe haben, dafür haben wir aber ganz viel Angst um unsere Hunde. Dass irgendjemand sich gestört fühlt und irgendwo unterbindet, was wir mit Arbeit machen. Wir wissen eigentlich alle, dass Weidetierhaltung nicht zu ersetzen ist. Und in diesem Kontext sollte es eigentlich auch selbstverständlich sein, dass alle Möglichkeiten, die wir überhaupt nur zum Schutz unserer Weidetiere haben, auch von denen unterstützt werden, die uns auf der anderen Seite sagen, wir sind verpflichtet, unsere Weidetiere zu schützen. Und das muss man also mal ganz vernünftig rüberbringen und nicht immer sagen, ihr möchtet, dass wir A erfüllen und ihr möchtet, dass wir B erfüllen und C. Aber C passt nicht zu B und auch nicht zu A. Das ist eine Sache, die nicht geht. Und in diesem Sinne erstmal vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie Fragen haben. Schönen guten Tag. Sie hatten die ganze Zeit angesprochen, die Herdenschutzhunde sind teuer. Da ist aber noch gar kein Preis gefallen. Was ist ungefähr von bis? Also von bis ist unheimlich schwierig. Wir haben Kollegen, die verkaufen Ihnen einen Herdenschutzhund für 3.600 Euro, weil er noch nicht geprüft ist. Wir haben Kollegen, die sagen, eigentlich wollte ich Ihnen den Hund für 6.000 Euro geben, aber in deinem Bundesland gibt es Unterhalt, also schlage ich mal 2.000 auf. Die Preisspanne ist da wirklich sehr, sehr relativ. Man kann davon ausgehen, dass wenn Sie einen Welpen kaufen, der ungefähr bei 1.000, 1.200 Euro liegt. Wobei, den würden Sie zum Beispiel bei mir nicht kriegen, weil ich züchte keinen super Hund, also jetzt nicht Sie generell, sondern bei mir kriegt keiner einen Welpen, weil ich keinen richtig guten Hund züchte, damit irgendein Dilettant, der glaubt, er hat unheimlich viel Ahnung, mit dem tollen Hund versaut. Das bedeutet also definitiv, ich gebe nur Hunde ab, die die allermeisten Flausen schon aus dem Kopf raus haben, damit ich weiß, der Mensch kann nicht mehr das Allermeiste dran zerstören. Das ist also für mich eine ganz wichtige Devise. Insofern kriegen Sie den Welpen bei mir nicht für 1.000 Euro, Sie kriegen gar keinen Welpen. Ne? Aber es ist eine Sache von Angebot und Nachfrage. Es wäre schöner, wenn der Unterhalt gefördert würde, dann müssten die Preise nicht manchmal so exorbitant steigen. Und es müsste auf der anderen Seite niemand sich gezwungen fühlen, im Ausland günstig einzukaufen und hinterher dann einen Hund zu haben, mit dem er nicht arbeiten kann. Also da gehe ich mal einfach davon aus, der Schnitt, bauchgefühlsmäßig, 4.000. Ja, eher 5. Eher 5. Ja. Und weil ich da ja immer 2 brauche, sind schon 10. Das ist schon eine Hausnummer. Das ist auf jeden Fall eine Hausnummer und deswegen wünschen wir uns eigentlich auch, dass diese Förderung eben nicht nur in den ausgewiesenen Wolfsgebieten, wo ich 6 Monate lang territorial einen Wolf nachweisen muss, stattfindet, sondern dass wirklich gemäß dieser BFN-Geschichte von 2010, wir haben jetzt 2022, insofern hätte man in 12 Jahren schon mal ein gewisses Prinzip auf die Reihe bringen können und müssen. Definitiv sollte die Förderung für die, die Herdenschutzhunde haben wollen, überall möglich sein. Wo könnte ich da jetzt zum Beispiel so Besitzer, ich habe Shropshire, ja. so Besitzer herausbekommen, der die Schafe hat mit Hunden? Ja, also es gibt Ansprechpartner in Ihrem jeweiligen Bundesland. Ja. Also jetzt zum Beispiel meine Zuchtorganisation ist die Arbeitsgemeinschaft Herdenschutzhunde. Wir haben auf der Internetseite für jedes Bundesland eigentlich einen Ansprechpartner, der im Zweifelsfall Ihnen dann sagt, in Ihrer Region hat der und der Hunde
Und wenn Sie Glück haben, kennt er vielleicht auch noch Hundehalter, die nicht in der AG organisiert sind und trotzdem gute Arbeit mit ihren Herdenschutzhunden machen. Und dann wird er sie da hinschicken. Also ähnlich wie bei Schafen. Wenn bei mir einer anruft und sagt, ich suche das und das Schaf, dann sage ich dem eben 5 seriöse Züchter und 2 unterschlage ich, weil ich von denen nicht überzeugt bin. Und das schicke ich denen dann hin. Ja, dann fände ich vernünftig. Ja, wir auch. Ich hatte einmal eine Frage an. Jetzt Trockenfutter enthält ja nur Tierkörpermehle. Und wir wissen ja, also so mal so ein bisschen was da ist, dass gerade über diese Tierkörpermehle, habt ihr da mal was irgendwie zugemacht oder inzwischen irgendwie mal drüber nachgedacht? Also drüber nachgedacht insofern, als wir tatsächlich natürlich alle sicherstellen, dass unsere Schafe nicht gelegentlich, die ja wesentlich empfänglicher sind für irgendwelche bösen Dinge, die in der Welt sind, dass unsere Schafe nicht gelegentlich an dem Hundefutter der Hunde teilhaben. Das heißt, bei der Fütterung ständige Präsenz, bis der letzte Trocken weg ist. Genau. Und das bedeutet für den Hund, der sich eine halbe Stunde nimmt, damit er die letzte Krokette noch genüsslich irgendwo zerbeißen kann, dass der nur so viel Futter zugeteilt bekommt, was er innerhalb von 10 Minuten fressen kann, beziehungsweise dass der einfach seinen Futternapf dann auch wegbekommt. Der wird ihm dann weggenommen, dann wird er beim nächsten Mal zügiger fressen. Denn wir können natürlich, wenn einer 5 Hunde auf der Weide hat und jeder frisst in unregelmäßigem Rhythmus, ja, ich kann ja nicht den halben Tag auf der Weide stehen und warten, bis meine Hunde mit Fressen fertig sind. Ne? Also das ist auch ein bisschen eine Erziehungsfrage. Es ist übrigens bei Hunden, die untereinander noch nicht die Rangordnung so klargestellt haben, bei uns immer so, wir stellen die Näpfe dann immer so in ungefähr 3 Meter Abstand, damit jeder Hund Ruhe hat. Wir haben eine Gruppe in einem Moor, wo wirklich sehr freche Schafe immer wieder die Hunde bedrängen. Und das sind tatsächlich Hunde, die sich untereinander gut verstehen. Da können wir die Näpfe direkt alle nebeneinander stellen. Und die Hunde sind dann eigentlich wie so eine Wagenburg um ihr Futter drumherum. Da geht kein Schaf vorbei. Aber das geht nur mit einer Gruppe, die sich wirklich sehr, sehr grün ist, weil ansonsten halt die Konkurrenz der Hunde untereinander natürlich auch da ist. Dann muss man gucken, was ist mir wichtiger, die Konkurrenz der Hunde oder die zwischen Hund und Schaf. Okay.